ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all zur Krippe herkommet in dem Stall. Habt ihr es gesehen? Das Licht. Die Sonne scheint draußen. Halleluja, wir feiern das Licht. Doch eine andere Sonne will bis in unsere dunklen Herzen scheinen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, Gäste, Oma, Opas, Alleinstehende, Papa, Mamas, Kinder. Und die ganze Welt soll heute in Gottes Haus willkommen sein. Nicht wir streben nach dem Licht, sondern das Licht kommt zu uns. Es scheint aus der Ewigkeit in Raum und Zeit. Seht die Fenster.
das Licht scheint und will eine Botschaft deutlich machen. So will auch heute das Licht aus dem Himmel durch uns leuchten, die wir eine Botschaft zu verkündigen haben, nämlich wie die Engel es sagen und auf dem Programm vorne gedruckt ist: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Welkom ook alle gasten en familieleden van nabij en ver. Dank je dat jullie niet die pad versmaaien niet om naar Lüneburg toe te komen. Dank je ook voor diegenen wat die pad zo beetje gelijk gemaakt heeft, zodat ons makkelijker hier die Ere Koning tegemoet kan gaan. Dank je aan die jeugd wat die boom versierd heeft. Dank je aan ons, al ons muzikanten en vooral jullie kinders hiervoor, wat ons helpt om die lof van die Here groot te maken. Dank aan God, wat die rechte feest met zijn geest en blijdschap vul, omdat Christus geboren is, ons Redder en Here. We blijven einfach so sitzen, schließen die Augen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir feiern heute deinen Geburtstag. Doch wissen wir, wann immer du ein Menschenherz ansprichst, wenn ein Sünder gerettet wird, dann jauchzt der ganze Himmel auf, dann wärst du aufs Neue geboren. So sprichst du aufs Neue heute zu uns, immer wieder erfrischend und ermunternd. Obwohl wir schon viele Male das Christfest gefeiert haben, sollen unsere Augen leuchten wie die der Kinder. Das kannst nur du machen. So komm, Heiliger Geist, und lass uns deine Wohnung sein. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Please, Lord, deliver us. Please, Lord, hurry and bring success now. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Let us bless you from the house of the Lord. The Lord is God. He will be our light. You are my God, and I will praise you. My God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for he is good and his gracious love is eternal. Amen. Jullie hebben allemaal een programma ontvangen. Zoals jullie opgemerkt hebben, zingen die gemeente die vetgedrukte verse, terwijl die kinders die andere liedjes op hulle eie sal sing. Bei den Hirten auf dem Felde erschien zuerst ein einzelner Engel und dann die ganze Menge der himmlischen Heerscharen. Diese Kombination von einem Engel und die ganze Heerscharen wird nur hier in der Bibel erwähnt. Doch hören wir die Botschaft der Engel, wie die Kinder sie uns anstimmen, vom Himmel hoch. Thank you.
We hear the first reading in English as a kind of summary what this festival is all about. Titus 2, verses 11 to 14. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. It trains us to renounce ungodly living and worldly passions so that we might live sensible, honest, and godly lives in the present age as we wait for the blessed hope and glorious appearance of our great God and Savior, Jesus the Messiah. He gave himself for us to set us free from every wrong and to cleanse us so that we would be his special people who are enthusiastic about doing good deeds. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Die Kinder stimmen das folgende Lied an. Thank you.
Wir hören den ersten von drei Abschnitten aus dem Lukas-Evangelium, das hinzielt auf die Predigtbetrachtung, wo es geht um die ganzen Verse von 1 bis 21. Lukas 2, ab Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit des Quirinius, Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in einer Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Soweit die Lesung. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Dank sei dir, o Herr. Wir antworten nun mit dem Psalm für das Weihnachtsfest. Und danach wird der Kanon gesungen mit der ganzen Gemeinde. Die Orgel wird ihn einmal durchspielen. Dann singen wir ihn einmal durch als ganze Gemeinde. Und dann in zwei Hälften zuerst die Gruppe und dann diese Gruppe. So uns antworten, ob die Lesung mit Psalm 96 um die Bühne, danach wurde ich Kanon gesungen, so ist in die Programm gedrückt. Ich freue mich, um zu stehen. Sing ein neues Lied, tot ihr von die Heere, sing tot ihr von die Heere, alle auf Erde. Sing. Vertel die Nazis von sein Macht, all die Volken von sein machtige Daden. All die Gute von die Volken ist nichts. Das ist die Heere, was die Himmel gemacht hat. Majestät. Meister, Strahl von Hoheit, Krach und Glanz von sein. Preis die Heere, alle Volke, preis die Heere um sein Ehr in Macht. Beug vor die Heere bei sein heiliger Verscheinung, betoon Ehrbiet an Hom, allemaal op Aarde. Hij komt om over die aarde te heers. Hij zal de wereld heers in de heiligheid, door die volken en de heiligheid. Eer aan die Vader en die Zoon en die Heilige Geest, zoals het van begin af was, is en steeds zal wees, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Ons blijft staan. Gloria, Gloria, in excelsis Deus Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, 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 Alleluia, Gloria.
Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Wir bleiben stehen für die dritte Lesung. Das ist nun der zweite Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 2, Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Soweit die Lesung. Die Gemeinde möge sich setzen. Die Kinder singen die letzten zwei Lieder. Danach gehen auch sie wieder zurück zu ihren Eltern. Thank you.
Dankeschön, ihr lieben Kinder. Dankeschön. Wir hören nun den weiteren Abschnitt, dritten Teil aus dem Lukas-Evangelium. Wir können in deutschem Programm folgen. Ich lese in Afrikaans und dann auch die erste Betrachtung in Afrikaans. Nadat die Engel von hulle af naar die Himmel weggegaan het, sê die skaapwachters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle toe haastig daarin vertrek en Maria en Josef en die kinkie wat in die krib lê daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kinkie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwachters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde in haar hart bewaar en daaroor bly nadink. Die skaapwachters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meer gedeel is. Dan vers 21 word daarby gevoeg. Na verloop van 8 dae moes die kinkie besny word. En hy is Jesus genoem, die naam wat deur die engele gegee is, voordat hy in die moederskoot ontvang is. Sover lesing uit Lukas 2. Liewe gemeente, liewe vriende, dit was uiters uitdagend, uittartend, gewaagde stelling wat Lukas vir ons vertel, wat die engel hier aan die herders op die oopvelde verkondig. Moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding, wat groot blydskap vir die hele volk sal wees, dat het vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die redder, wat Christus die Here is. Dat het 'n gewaagde stelling is, moet ons verstaan in die hele konteks van Lukas. Onthou, hy is nou in 3 paragrawe opgedeel, verse 1 tot 21. Die eerste lesing, verse 1 tot 7, is eenvoudig bloot geskiedenis, sonder emosies. Niemand praat, saaklike inligting. Daardie woorde begin met die woord Keizer Augustus. Het 'n verordening geplaas dat alle mense in die hele wêreld, oftewel dan die hele Romeinse Ryk, aan 'n sensus onderwerp sal word, met die doel natuurlik belastingopgawes en om ander berekenings te maak. Hierdie onderneming was vir die Romeinse Ryk 'n magtige prestasie. Dit was die basis vir hulle welvaart en hulle sukses. Nou het dan ook Josef in die pad geval en na Bethlehem toe gegaan. Die mening word algemeen gehuldig dat het nie nodig was om Maria saam te neem nie, maar Lukas verduidelik elders dat Josef 'n baie ordentlike man was wat goed na sy verloofde omgesien het en haar beslis nie alleen by die huis wou los nie. En hy het in Bethlehem waarskynlik na familie toegegaan, want hy was uit die nageslag van koning Dawid. Hulle het waarskynlik 'n hele rukkie daar gebly, ons lees, toe hulle daar was. Lukas sê vir ons nie hoe lank hulle daar was nie, dit kon weke lank gewees het. Toe hulle daar was, het die tyd gekom dat sy geboorte geskenk het. En as ons lees, die kinkie is in 'n krib gelê, want daar was nie plek in die herberg nie, dan beteken dit nie dat Josef en Maria daar ergens in 'n stal was nie. Maar ons weet dat 'n gewone huis verskillende vertrekke gehad het. Een kamer was vir die familie, die grootkamer. Een was vir diere wat daar oorwinter het. En die twee kamers was waarskynlik om praktiese redes met mekaar verbind onder een dak. En dan 'n derde soort kamer, hierdie sogenaamde herbergkamer, of ons, soos ons dit vandag sou sê, die gastekamer. Nou was die gastekamer
die Herberg reeds beset met ander mense. Met ander woorde, die kind is waarschijnlijk dan in die groot familiekamer gebore. En er was ook voerkrib tot beskikking, waar sekerlik ook genoeg hooi beskikbaar was, waarop alle gewone armdorpsbewoners geslaap het. Die eerste paragraaf. Nou die tweede paragraaf verskuif die toneel na die herders op die oopveld. Dit is gelaai met emosies. En aanhoudend praat iemand. En dit is omtrent 'n hemelse toneel. Die engele verkondig die belangrikste boodskap wat juist dan die middelpunt van hierdie drie paragrawe vorm in die middel. Vir julle is die redder gebore, die Christus, wat beteken Messias, die van God gestuurde. Hy is die Here, die Kyrios. Dit staan in direkte contrast met die naam en titels wat in die eerste vers genoem was, Keizer Augustus. Keizer, weet ons, is 'n titel, net so ook Augustus. Augustus is nie die maand nie, maar het is 'n titel. Dit is nie 'n naam nie, 'n titel wat die Romeinse senaat aan hom verleen het, wat eintlik slegs vir gode voorbehou is. Augustus beteken die grote, die ene wat vereer moet word. En op muntstukke word Augustus nog verder ook as die redder vereer. Dit was hierdie keizer wat die Romeinse Ryk tot sy hoogtepunt gelei het, wat vir die hele destydse beskawing vrede gebring het, die sogenaamde Pax Romana, vrede van die Romeine, Pax Augustus. Augustus, wat ook kunst, kultuur en wetenskap bevorder het, en as goddelike seun geprys is. Dus het ons direct teenoor mekaar hierdie titels, Keizer Augustus, die Redder in Rome, teenoor Christus, die Redder, die Kyrios, die Here in die stad van David, bedoelende Bethlehem. Lukas het doelbewus die boodskap van hoop geformuleer in termen van confrontatie. Kan ons sien, wat Keizer Augustus gebring het, was ook absolute diktatorskap, nieuwe verordeninge, angst, en verskrikking en onderdrukking. Niks en niemand kon hom teenstaan nie. Almal moes hom as goddelike heerser vereer. Daarteenoor staan nou iemand op wat opgewasse is teenoor die hoogste magte, aardse magte. Maar hierdie nuwe Kyrios, sy heerskappy sal gekenmerk word van ware vrede, blydskap, vir die mens in wie God een welbehae het. Dit is die engel wat goeie tyding verkondig, teenoor die dekreet, die bevel van die keizer. En so kan ons voortgaan om die boodskap van hoop te contrasteer met die boodskap van angst. Die derde paragraaf, Lukas 2, vanaf vers 15, moet tot vers 21 geneem word, want die besnijdenis en naamgeving moet definitief nog ingesluit word as deel van die boodskap van hoop. En dit eindig met die naam Jesus, wat redder beteken. So sien ons dan dat die eerste vers wat begin met Augustus in contrast staan met die laaste vers wat eindig met Jesus. Terwyl alle mense dan vir Augustus as goddelik moes vereer, is dit Jesus wat vereer word deur die een hemelse engel tesame met die magt om goddelike wesens, die hemelse leerskare en alle mense wat enigszins met hierdie Jesuskindjie te doen gehad het en die boodskap van hoop verstaan het, soos Maria, Elisabeth, Zacharias, die herders, die mense rondom Simeon, Hanna enzovoorts, en in daardie loflied wat gespreek word, word ook jy en ek uitgenooi om in te val. Halleluja. Nun, was ist denn die Botschaft der Hoffnung?
Ich hoffe, ich habe das schon herausgehört. Zum Ersten, wie schon gesagt, hier steht jemand auf, der gegen die höchste weltliche Macht nicht nur einen Anspruch erhebt, sondern auch wirklich was bringt. Was die weltliche Macht zwar verspricht, aber nicht bringen kann, wird nun in Jesus Wirklichkeit. Eine Weltmacht kann nur diktatorisch mit Gewalt, Angst und Zwangsmittel eine Einheit erzwingen, wo einigermaßen äußerlicher Frieden herrscht. Und Lukas beginnt mit der harten Seite der Welt. Steuerpolitik, Zwangsmaßnahmen, Leiden der Völker und so weiter. Das ist der Kontext, in dem Jesus hineingeboren wird. Aber dieser Jesus, dieser Kyrios, der Herr aller Herren, wird Menschen innerlichen Frieden bringen, sie ganz neu formen nach dem Willen Gottes, sie in seiner Gemeinschaft einladen. Er kommt freundlich, machtlos, zuerst in der Gestalt eines Kindes, später als Wanderprediger mit ein paar Jüngern und Jüngerinnen und endet als Gekreuzigter und Auferstandener. Dieser Jesus ist der Kyrios, nicht nur über die ganze Menschheit, sondern über Sünde, Tod und Teufel. Er ist wirklich der Herr. Auf ihn ist Verlass. Das ist unsere Botschaft der Hoffnung. Und Hoffnung ist viel mehr als Optimismus. Optimismus übersieht einfach ein paar negative Seiten. Aber Hoffnung stellt sich auch der Brutalität dieser Welt. Hoffnung ist tief gegründet in den festen Glauben, nun greift Gott ein. So ist die Botschaft der Hoffnung. Zweitens, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und das sehen wir an dieser mächtigsten Tat des mächtigsten weltlichen Herrschers, der Sensus. Der wird die Vorbereitung des himmlischen Herrschers. Augustus ist der Spielball in Gottes Hand. Quer durch die Brutalität dieser Welt folgt Gott seinen Heilsplan für die Menschheit. Es kann nichts geschehen, was er nicht hat ersehen. Wir haben eine Hoffnung in dieser Welt, die bestehen kann. Und so werden auch Maria und Josef zur Geburtsstätte Davids geführt, ohne dass sie es wollten. So werden auch du und ich durch diese Welt geführt, oft, dass wir es nicht bewusst sind. Wir sollen es aber bewusst wahrnehmen, wie das Leben seinen Lauf nimmt, ist wundersam, voller Geheimnisse und Wunder. Uns wird nicht gesagt, dass wir leicht durchs Leben kommen, aber seine Gegenwart wird uns immer wieder nah ans Herz gelegt. Ja, wir können sagen, das Unsichtbare, die Gegenwart Gottes, ist realer als die Realität. Der Heiland der Welt kommt auch in diesem Gottesdienst, in seinem Wort. Wir hören es, es ist unsichtbar, aber es gewinnt Gestalt in uns. Und damit kommen wir zum Dritten und Letztens. Wie geht es weiter? Der Heiland kommt, um heil zu machen, was kaputt und zerbrochen ist. Er bringt Frieden und Einheit, wo Angst und Zerstrittenheit ist. Er kommt, um uns eine neue Lebensperspektive zu geben. Er schenkt Leben und Seligkeit. Wo er auftritt, wird alles anders. Weihnachten will uns einladen, nicht nur die wundersame Geburtsgeschichte in uns aufzunehmen, sondern den ganzen Weg mit diesem Jesus zu gehen, durch die Weltgeschichte, hin zum Kreuz und Auferstehung, mit Himmelfahrt und Pfingsten. Ja, und dann geht's erst richtig los. Gott kommt in dieser Welt durch seine Gemeinde, durch dich und mich. Wir sind das Weihnachtsfest für diese Welt. Lass das Abenteuer beginnen. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen.
Lasst uns nun auch auf die viele Verkündigungen und die Botschaften antworten, indem wir als die eine heilige christliche Kirche unseren Glauben bekennen. Es ist in Afrikaans gedruckt, aber wir sagen es in Deutsch auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Hand Gottes. Geist, eine heilige christliche Kirche, der Name der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Liebe Vater in die Himmel, was auf Erde gekommen ist, uns danke für euer Kerzabend, dass ihr die Licht in uns Lebens angesteckt habt, dass ihr uns mit all ihr himmelsen Sehen kommt besucht und reichlich begnadigt. Danke, dass ihr zusammen mit uns verheugt ist und dass uns verlicht ist. Danke, dass ihr uns so lief gehad habt, dass ihr enigste Sehen nicht gespart habt, maar für uns gegeben habt, sodass uns durch ein Hom zu glauben die Liebe empfangen. Danke, dass ihr nicht von die Himmel die Urteil über uns spricht, maar in Christus mitten in unsere Welt gekommen habt. Danke, dass ihr Friede unabhängig ist von den Urlauben in dieser Welt. Verlich mein Wandel, Wort und Dade, o Jesus, wahre Kerstfest, Sohn. Vervull mein Herz mit eurer Gnade, Sohn, o all mein Kerstfest, früchse Brunnen. Dann soll ich euch viel tausendmal darbo eins in eurer Kerstfestsaal. Herr, unser Gott und Vater, so danken wir dir, dass wir wieder anbeten dürfen vor dem vor der Krippe unseren Heiland und Herrn. Lass uns in seiner Armut deinen Reichtum erkennen, dass wie Jesus im Kreise der Familie geborgen und aufgenommen wurde, so auch wir ihn aufnehmen in unseren Familien und Häusern. Deine Liebe hat Gestalt genommen als Mensch unter Menschen. So sind wir Zeugen deiner Liebe in dieser Welt als Menschen unter Menschen, damit es immer wieder Weihnachten werde in dieser Welt.
so schenke auch Trost und Hoffnung, Leben und Seligkeit, wie nur du uns geben kannst. Herr Jesus Christus, du bist unser Retter, der Kyrios, der Heiland der Welt. In deinem Namen gebeten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Wir sahen seine Herrlichkeit, Halleluja, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 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 Die Gemeinde möge sich setzen. Eine herzliche Einladung nochmal morgen zum Gottesdienst, 8.30 Uhr Blasen und 9 Uhr Festgottesdienst. Und am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, um 8.30 Uhr Beichte, dann Blasen und danach Festgottesdienst mit Pastor Werner Streuli. Das Feiern und Jubeln, wie auch das Stillewerden, gehört zusammen. Wir haben den Segen des Herrn empfangen. Es ist ein gesegnetes Fest. Tragt den Segen in der Familie und in die Welt. Emmanuel, der Herr ist mit uns. Wir schließen mit dem letzten Lied.